Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem spannenden Abend, herzlich willkommen zu einem spannenden Thema heute hier in der neuen Veranstaltungsreihe des Karl-Renner-Instituts, genannt Perspektiven. Das spannende Thema, ein zeitgemäßes Thema, Komplexität in der Politik, Problem oder Lösung, eine Fragestellung, die uns heute umtreiben wird. Vorweg möchte ich zwei Personen sehr herzlich begrüßen. Zunächst Staatssekretärin Muna Dutzter, herzlichen Dank für dein Kommen und herzlichen Dank, dass du heute die einleitenden Worte zu uns sprechen wirst. Und weiters den Vortragenden Armin Nassee, auch Ihnen ein herzliches Willkommen in Wien. Es hat nach 1,5 Jahren Verhandlungen geklappt, da bin ich sehr froh drüber. Euch beiden herzliches Willkommen und ein herzliches Danke. Das Thema des heutigen Abends ist ein Thema der Gegenwart und der Zukunft und das nicht nur in der Politik. Aber gerade auf dem Feld der Politik in Österreich befassen wir uns ja im gewissen Sinne schon seit 30 Jahren mit dem Kampf und der Frage, wie kompliziert darf Politik sein und wie wenig darf Politik, wie sehr darf ich sie unkompliziert machen, ein Kampf auch der Zukunft. Darum haben wir einen profunden Denker und Philosophen zu diesem Thema eingeladen. Und ich darf in 2, 3 Sätzen Sie, Herr Professor, nur kurz vorstellen. Armin Nassee ist Soziologe und seit 1998 hat er den Lehrstuhl für Soziologie an der Universität München inne. Seine Schwerpunkte in seiner wissenschaftlichen Arbeit sind Kultursoziologie, politische Soziologie, Religionssoziologie und schließlich Wissens- und Wissenschaftssoziologie. Unzählige Bücher und Publikationen hat er veröffentlicht und es freut mich, eine antiquierte Wendung verwenden zu dürfen. Er ist auch bekannt durch Funk und Fernsehen. Alle, die deutsches Fernsehen haben, hören und sehen sie oft und gerne. In diesem Sinne wünsche ich uns einen doch komplizierten Abend, aber ich bin mir sicher, Sie werden es so gestalten, dass wir unkompliziert nach Hause gehen und klüger, als wir gekommen sind. Und ich darf nun, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, dich zu mir hervorbitten, um uns die einleitenden Worte, deinen Zugang zum Thema kundzutun. Bravo. Ja, einen wunderschönen guten Abend, auch wenn es noch so hell ist. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Nassee, ich bin heute sehr gerne dieser Einladung gefolgt, um auch einleitende Worte zu diesem heutigen Vortrag sprechen zu können. Sie werden verstehen, dass ich als Politikerin jetzt keine soziologische Perspektive gewählt habe, sondern einfach eine Perspektive aus der politischen Praxis. Die Komplexität der Politik ist für Politiker, vor allem auch für Politikerinnen, die zumeist versuchen, in einem postfaktischen Zeitalter der Fake News sachorientiert zu sein, in der Tat eine tägliche Herausforderung, die im Grunde genommen paradoxer nicht sein könnte. Sind es nicht doch teilweise oft die simplen und einfachen Lösungen, die vom Wähler oder von der Wählerin oftmals mehr honoriert werden? Egal, ob sie funktionieren oder sie nicht funktionieren. Ja, wir wissen, politische Prozesse sind komplex, weil natürlich die Problemstellungen in unserer heutigen globalen Welt sehr komplex sind. Wir wissen, es gibt keine einfachen Lösungen, sondern langfristig geplante Prozesse, die zu nachhaltigen Lösungen führen können. Aber oftmals sind gerade diese langfristigen Prozesse eben nicht populär. Hierzu sehen wir interessanterweise am internationalen Parkett im Moment die These und auch die Antithese zugleich. Wir sehen in Frankreich jemanden mit Emmanuel Macron, einen erfahrenen Politiker, der sich als Quereinsteiger gibt, der die Wahlen für sich geschlagen hat und sowohl die Konservativen wie auch die Sozialisten, das muss man so sagen, pulverisiert hat. Das Interessante ist auch, dass Macron sowohl von den Linken wie aber auch von den Rechten für sich beansprucht wird. Und er bietet im Grunde genommen einen Mix an neoliberalen Ideen, die viel versprechen, nämlich schnell alles durch das Neue, durch den Macher zu verbessern. Macron steht für nichts,
aber auch für alles. Und er erschüttert die Grundfeste des politischen Systems in Frankreich. Nichts scheint mehr Bestand zu haben. Es ist die einfache Lösung des Neuen, dass das Alte so hinwegfegt und alles anders macht, alles besser macht. Wie auch immer es sein wird, es soll nicht das Alte sein. Und auf der anderen Seite sehen wir in Großbritannien den Vorsitzenden der Labour Party, der im Moment auf Popkonzerten wie ein Popstar gehandelt wird. Er spricht auf Festivals und seine Fans, so kann man es tatsächlich auch sagen, bejubeln ihn. Junge, bejubeln ihn. Und er bietet im Grunde genommen was ganz anderes an als Macron, nämlich eine Kontinuität von linken, traditionellen Positionen. Corbyn hat eines, was ihn auszeichnet, und Sie brauchen sich ja nur seine Videos aus den 90er Jahren anschauen, er hat im Grunde genommen über 20 Jahre hinweg immer das Gleiche gesagt. Er ist über Jahrzehnte standfest geblieben, als auch seine Partei, nämlich in New Labour, abdriftete, und er ist aber trotzdem bei seiner Meinung geblieben. Niemand hat jemals geglaubt, dass Jeremy Corbyn eines Tages Parteivorsitzender der Labour in Großbritannien wird. Und niemand hat jemals daran geglaubt, dass sein Weg, Politik zu machen, in Wahlen populär werden könnte. Erinnern wir uns doch daran, was war vor 2 Monaten, als Theresa May die Wahlen vom Zaum gebrochen hat. Da haben die meisten gesagt, dass Jeremy Corbyn weit abgeschlagen liegen wird und haben ihn belächelt. Und heute stehen die Chancen nicht schlecht, dass Corbyn mit seiner traditionellen linken Labour-Politik möglicherweise in Zukunft britischer Premierminister wird. Als Jeremy Corbyn inmitten des Wahlkampfs in Großbritannien und unmittelbar nach dem verabscheuungswürdigen Terroranschlag von Manchester den Zusammenhang von Kriegen unter britischer Beteiligung und Terror thematisierte, wurde das für sehr mutig gehalten. Von einigen Kommentatoren wurde sogar gemutmaßt, dass ihm diese Schlussfolgerung jedenfalls Zustimmung kosten würde. Denn er hat in Wirklichkeit ein sehr sensibles Thema auch angesprochen. Er hat gesagt, der Terror gehört bekämpft, aber genauso hat er auch gesagt, die Ursachen des Terrors gehören bekämpft. Tough on terrorism, tough on the causes of terrorism. Und das Interessante war, dass dieser Mut ihn in Wirklichkeit auch, dieser Mut hat ihn auch sehr stark ausgezeichnet, nämlich die Stärke zu haben, gerade in unserer heutigen Zeit in Europa Zusammenhänge herzustellen und nicht einfach nur mit kurzfristigen Lösungen, mit Lösungen aufzuwarten. Und ich habe diese beiden Beispiele eigentlich gebracht, um zu zeigen, dass für Politikerinnen beide Wege zum Erfolg führen. Der Weg von Macron, der sich da irgendwie quasi neu erfindet, und der Weg von Corbyn, der vor allem immer er selbst geblieben ist, egal wie die Welt sich verändert hat. Jetzt wird es natürlich wohl noch komplexer werden, hier Ableitungen zu treffen, und ich hoffe, dass der Herr Nasehi uns später auch hier weiterhelfen kann. Und was immer wir hier an dieser Oberfläche wahrnehmen können, es gilt hier auch tiefgehender zu analysieren. Und im letzten Jahr konnten wir in den meisten Ländern Europas, Österreich inklusive, einen Aufstieg der Rechtspopulisten zumindest einmal vorläufig verhindern. Aber wir dürfen uns nicht täuschen. Trotzdem sind sie in Österreich und in Frankreich, aber sonst auch in vielen anderen europäischen Ländern, noch nie in dieser Form so nahe an zentrale Machtpositionen gekommen. Und zwar nämlich gerade mit dem Begriff und dem Spiel mit der Komplexität, die sie nutzen, die sie ausnutzen, die sie vielleicht auch missbrauchen, um aus der Unsicherheit mit den einfachsten Lösungen hervorzusteigen. In den Vereinigten Staaten ist es nicht gelungen, einen Präsidenten wie Trump zu verhindern, obwohl es
Wir erinnern uns noch sehr gut daran, als absurd und als unwahrscheinlich gegolten hat und abgetan wurde, dass er je gewählt werden kann. Und jetzt sehen wir, dass es so scheint, als ob er an der Komplexität von politischen Prozessen zu scheitern vermag. Er punktete im Wahlkampf mit der Ankündigung, "We will build a wall and they will pay for it." Er bediente sich einer klaren Sprache, die jeder versteht und starke Bilder im Kopf auslöst. Auch sollte es möglich sein, für einen Bauunternehmer quasi eine Mauer zu bauen. Ein ganz klares, starkes Bild. Inzwischen ist Trump Präsident und für die Mauer gibt es noch immer keinen Plan. In der Realität kann eine Mauer nur begrenzt Migrationsströme eindämmen, ganz stoppen, das wissen wir, kann sie diese unter den harschesten Bedingungen nicht. Der Plan, eine Mauer zu errichten, für die das Nachbarland zahlt, ist allerdings höchst unrealistisch. Und trotz dieser Fakten glauben viele Trump-Anhängerinnen ungebrochen an ihren Präsidenten. Aber wir erleben auch Ähnliches hier in Österreich, mit der Ankündigung, die Mittelmeerroute zu schließen oder schließen zu wollen. Ein sehr einfaches Bild, das populär sein mag, aber es wirft viele Fragen auf, die die Komplexität der Sache eben verdeutlichen. Und in diesem Sinne sehen wir uns vorerst die zuvor genannte These und Antithese nochmals genauer an. Nämlich einen wesentlichen Unterschied zwischen Frankreich und Großbritannien habe ich Ihnen vorenthalten. Was haben wir erlebt und gesehen? In Frankreich bei der Parlamentswahl war die Wahlbeteiligung historisch niedrig. In Großbritannien ist sie sehr hoch ausgefallen. In Frankreich haben junge Menschen die Wahlurnen gemieden. In Großbritannien hat die junge Generation, die noch vor einem Jahr nicht zur Brexit-Abstimmung gegangen ist, plötzlich eine besonders hohe Wahlbeteiligung. Corbyn schafft ein Programm, das mehrheitsfähig zu sein scheint und Menschen zum Wählen bewegt. Politik findet, wie sich in beiden Beispielen zeigt, als Bewegung, als etwas Dynamisches und nicht nur als Schlagzeile. Und genau das ist eben der springende Punkt. Wenn die Bewegung, Mobilisierung eine längerfristige Perspektive bieten kann, und das tun beide, führt sie auch, das tut vor allem Corbyn, führt sie auch zu einer hohen Wahlbeteiligung. Und das ist, denke ich mir, genau das, was es als Politiker und Politikerin wieder zu denken und überlegen gibt. Es geht nicht nur um das Produzieren von Schlagzeilen, auch wenn das der viel einfachere Weg ist. Es ist natürlich viel schwieriger, sich hinzusetzen und Konzepte zu erarbeiten, Programme auszuarbeiten, Dinge zu tun, die auf langfristige Prozesse und Politik gerichtet sind. Und es ist viel einfacher, anhand von gesellschaftlichen Konfliktfeldern populäre Forderungen zu produzieren und damit Stimmung zu machen, wirklich Stimmung zu machen. Und mittlerweile gehört das Hetzen gegen Minderheiten ja inzwischen zu den populärsten dieser Schlagzeilen, die nicht nur von klassisch populistischen Parteien getragen werden. Daher geht es darum, Bewegungen zu bilden, die dynamisch sind, die glaubwürdig sind, um Menschen organisieren zu können, wo sich die Bevölkerung auch in diesen Strukturen und in diesen Bewegungen auch organisieren kann, weg von Parteien, die rein elitär aufgebaut sind, strukturell. Aber nur Wahlen zu gewinnen reicht eben nicht aus. Es ist wäre eine sehr kurzfristige Perspektive und führt auch dazu, dass man längerfristig nicht denkt und nicht längerfristig auch Politik macht. Und das hätte ja zur Folge, dass man viele Dinge dann tatsächlich nicht umsetzen kann, die dann am Boden der Realität dann auch ankommen und tatsächlich auch dafür sorgen, dass sich die Lebensverhältnisse der Menschen dann auch verändern. Ich bin der Meinung, dass nur reale Bewegungen auch langlebig sein können. Und ich bin auch der Meinung, dass Wählerinnen sehr wohl Komplexität vertragen. Und man Menschen nicht und die Bevölkerung nicht für dumm halten soll, sondern das Einzige, was man tun muss, ist, sich die Zeit zu nehmen. Die Zeit zu nehmen und Dinge einfach in ihrer Komplexität auch zu erklären. Und auch wenn es länger dauern sollte, aber
es wird umso nachhaltiger sein. Daher freue ich mich nun auch auf den Vortrag, um hier auch weiterdenken zu können, gemeinsam, um hier auch neue Perspektiven erlangen zu können. Und ich darf mir zum Abschluss auch die Bemerkung erlauben, dass der Titel Ihres Buches, Die letzte Stunde der Wahrheit, warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss, mich zuallererst ein wenig zum Schaudern brachte. Erinnert es mich doch ein wenig auch an das Werk eines anderen Soziologen, Anthony Giddens, auf dessen grundlegenden Gedanken hier der dritte Weg der Sozialdemokratie aufbaut. Ich war aber sehr begeistert, dann feststellen zu können, dass es Ihnen in Wirklichkeit, so habe ich es auch verstanden, keineswegs darum geht, hier alle gesellschaftlichen Widersprüche für nichtig und zur Vergangenheit zu erklären, für aufgelöst zu erklären, sondern es Ihnen darum geht, vielmehr diese Möglichkeiten zu finden, diese weiterzudenken. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und uns allen noch einen schönen, spannenden Vortrag. Vielen herzlichen Dank. Ja, liebe Mona, herzlichen Dank für deine klaren Worte, dass du die Ambivalenzen aufgezeigt hast, die auch in komplexen Zeiten erst recht bestehen, aber dennoch man gute Gründe findet, die über Erfolg und Nicht-Erfolg entscheiden. Herzlichen Dank dafür und danke auch für deinen Hinweis gleich auf das Buch. Dieses Buch war ja der Anstoß, dass ich Sie eingeladen habe, Herr Professor, denn auch Ihr Untertitel, wie viele andere, hat doch etwas vielleicht kurz verärgert oder verwundert, gerade im sozialdemokratischen Feld. Aber die Lektüre hat so viel Eindeutiges herausgearbeitet, woran es vielleicht hin und wieder in der aktuellen politischen Auseinandersetzung happern kann. Und darum, ich möchte uns alle nicht länger auf die Folter spannen, darf ich Sie nun herausbitten, zum Rednerpult, ja, und über Komplexität in der Politik zu referieren. Herr Professor, bitte sehr. Ja. Vielen Dank für die Einladung, Herr Rosecker, und für die unglaublich freundliche Vorstellung meiner Person. Die Erwartungen sind erheblich gestiegen. Ich werde sie sofort wieder mindern. Vielen Dank auch für die wunderbare Einleitung, an die ich wunderbar anschließen kann, was ich jetzt auch sofort tun werde, Frau Staatssekretärin. Der Untertitel des Buches, man könnte sagen, das Marketing hat ganz gut funktioniert. Ne? Wenn Sie einen Untertitel schreiben, dem alle schon zustimmen, dann brauchen Sie das Buch ja nicht zu kaufen und zu lesen. Also guckt mal lieber nach, warum so ein komischer Münchner Professor auf so merkwürdige Ideen kommt und stellt dann fest, dass sie zwar merkwürdig sind, aber anders merkwürdig als gedacht. Ich möchte gerne an den Populismus, obwohl ich das gar nicht vorhatte, den Sie erwähnt haben, anschließen. Wenn es ein spannendes Grundereignis gibt, rauszukriegen, was wir unter politischem Populismus eigentlich verstehen wollen, dann war es tatsächlich am 20. Januar in Washington D.C. die Inauguralrede des bereits erwähnten Präsidenten Donald J. Trump. Donald Trump hat den wundervollen Satz gesagt, dass an diesem Tag nicht einfach ein Regierungswechsel stattfindet, sondern dass nun the power back to you, the American people, gelenkt wird. Was ein Hinweis darauf ist, was der Populismus, der politische Populismus eigentlich immer behauptet. Er ist kein inhaltliches Konzept. Er ist auch kein Konzept, bei dem man sagen kann, wir wollen es jetzt mal widerlegen, weil er politisch falsch ist, sondern er ist eigentlich urpolitisch. Er simuliert, als gäbe es einen authentischen Willen des Volkes, der natürlich definiert werden muss, und zwar vom Populisten selbst. Und der, das ist die geniale Inszenierung von Donald Trump gewesen, auf einer Bühne stattfindet, Sie haben es im Fernsehen wahrscheinlich alle gesehen, das ist ja in Amerika ohnehin mehr so eine Filmszene als etwas Reales, wenn man nicht auch Filmszenen für Realität halten will, wo sozusagen jemand hingeht und in seinem Rücken die Vertreter aller wichtigsten Institutionen der Vereinigten Staaten von Amerika, aller verfassungsmäßigen Institutionen sitzen. Er dreht ihnen den Rücken zu, vorher hat er noch kurz freundlich dahin geguckt, er dreht ihnen den Rücken zu und sagt, die Macht, die diese, so ein schreckliches Wort darf ich jetzt nicht sagen, fängt mit A an, hört mit Löcher auf, die diese Leute über Jahre hier konzentriert haben, geben wir
euch zurück. Und das ist wie in einem Brennglas eigentlich wunderbar beschrieben, worin das Problem des Politischen besteht. Das Problem des Politischen scheint tatsächlich darin zu bestehen, bisweilen eindeutigere Sätze sagen zu müssen, als die Situation hergibt. Und die Populisten sind Leute, die aus dieser Differenz dann auch noch einen Punkt machen, indem sie sagen, man könnte das Programm von Trump ja tatsächlich so zusammenfassen, weg mit der Komplexität, her mit den wirklichen Lösungen. Und die wirklichen Lösungen decken sich natürlich mit dem Willen des Volkes, den ich genau kenne. Und man könnte jetzt sagen, jetzt kann man ja eine Theorie des Populismus daraus entwickeln, das ist eigentlich uninteressant, darüber ist auch viel geschrieben worden in der letzten Zeit, sondern viel spannender ist, dass wir, und Sie haben darauf in Ihrer Einleitung auch schon hingewiesen, wir eine interessante Spannung zurzeit entdecken. Die Spannung besteht darin, dass Aufgaben tatsächlich komplexer werden. Es ist nicht nur so, dass uns die Dinge komplexer erscheinen, sondern mit der Vernetzung der Politik in internationalen Räumen, mit dem Verlust nationalstaatlicher Autonomie, mit dynamischeren Märkten, mit völlig anderen Mediensituationen, die nicht nur schneller sind, sondern auch vielfältiger und viel schwerer zu kontrollieren, als das noch vor kurzem der Fall war. Mit großen Steuerungsproblemen in einer komplexen Gesellschaft, zu denen ich nachher noch etwas sagen werde. Auf der anderen einen Seite, also Aufgaben werden komplexer und politische Kommunikation wird immer simpler. Das ist eine erstaunliche Parallele. Man kann natürlich sagen, das liegt ja irgendwie nahe. Ich bin ein systemtheoretischer Soziologe. Ich kann unglaublich schwierige Sätze sagen, bei denen das Subjekt zwar zum Prädikat passt, wo ich aber am Ende selber manchmal nicht genau weiß, wo er eigentlich angefangen hat. Also so schlimm wird es nicht, keine Sorge. Aber ich wollte damit nur sagen, ich bin nicht so naiv zu denken, dass ich jetzt sagen würde, Politik müsste eher wie ein Soziologe reden und soziologische Analysen über die Gesellschaft machen, um zu begründen, warum dieses oder jenes Politikkonzept richtig oder falsch ist. Man kann damit Wahlkämpfe machen, wird dann aber schnell aus der Politik rausgekickt, mit Recht übrigens. Abgesehen davon, dass wir Soziologen auch nicht wissen, was das Richtige wäre, wenn man es denn tun könnte. Das heißt, die alte Idee, die Platon mal hatte, dass die Philosophen herrschen sollten, ist ja eine Idee in einer relativ unkomplexen Welt, in der wir glauben, dass politische Entscheidungen und die Möglichkeit, diese politischen Entscheidungen auch in der Gesellschaft durchzusetzen, das sind ja nochmal zwei ganz unterschiedliche Dinge, dass man die sozusagen nur auf Sachkenntnis zurückführen kann. Da kommt noch eine ganze Menge mehr dazu. Die Renationalisierung und Reethnisierung von Konflikten, wie wir sie zurzeit beobachten, ist für mich ein starker Indikator dafür, dass wir uns nicht nur auf einfache Lösungen kaprizieren, das muss Politik bisweilen ohnehin machen. Unsere beiden Länder, also ich komme aus unsere drei Länder, könnte man sagen, Bayern, Deutschland und Österreich, zwei davon stehen gerade im Wahlkampf, Bayern kurz danach. Es wird in diesem Jahr noch entsprechende Parlamentswahlen geben. Und wir sehen an der politischen Diskussion natürlich, dass Sätze einfacher und lauter werden. Und dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Spannend ist, dass wir zurzeit erleben, dass die Reethnisierung und Renationalisierung des Politischen vor allem etwas in Anspruch nimmt, was Dinge einfacher macht, was ich eine Paradoxie der Sichtbarkeit nennen möchte. Das Spannende ist, gerade am Thema Migration, am Thema der Nation, an der Frage der Definition des eigenen, an der Frage Sündenböcke für falsche Entwicklungen darzustellen, nimmt man gewissermaßen in Anspruch, etwas Sichtbares vorführen zu können. Menschen anderer Herkunft, anderer Sprache, anderer Hautfarbe, anderer Tradition, anderer Kultur und Ähnliches. Und diese Sichtbarkeit simuliert etwas, was wir in den komplizierten politischen und sozialwissenschaftlichen Sätzen über die Gesellschaft einfach nicht bieten können, nämlich relativ klare Verantwortlichkeiten für dies oder jenes. Der Untertitel dieses Buches, wenn ich nochmal den Werbeblock machen darf, bezieht sich tatsächlich darauf, dass ich mich gar nicht für sozusagen Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Politik interessiere. Das ist eigentlich das normale politische Graubrot, sondern mich interessieren die Denkungsarten dessen, was wir wirklich in einer starken Weise rechts und links nennen. Was wir in einer starken Weise rechts nennen, hat immer damit zu tun, auf etwas hinzuweisen, was, wie Trump sagt,
den Willen des Volkes an einer Sichtbarkeit herzustellen, die keine Argumente mehr braucht. Also an Körpern, an Differenzen, an, man könnte sagen, Andersheit, für die es schon genügt, auf das andere hinzuweisen. Ich habe selbst viel mit Rechtsintellektuellen, was immer das sei, diskutiert. Das Spannende ist, dass die unglaublich gut in der Lage sind zu beschreiben, was mit den anderen nicht stimmt. Mit denen stimmt ja auch manchmal was nicht, ist ja auch völlig okay. Mit uns stimmt ja auch bisweilen was nicht. Aber sie sind kaum in der Lage, das eigene zu beschreiben. Also ich weiß nicht, wie man sozusagen Austrianism oder wie man das nennen soll, beschreiben würde. Das Deutsche zu beschreiben ist nicht so einfach. Man kommt, wenn man das beschreiben will, nur auf Plattitüden. Man kommt dann auf Sätze wie Fleiß, Pünktlichkeit, Kultur und Kunst oder irgendwie sowas. Also ich übertreibe noch nicht mal, sondern diese Sätze fallen dann wirklich. Und es ist so bekloppt, dass man eigentlich gar nicht darüber reden muss, aber es funktioniert. Worauf ich hier in dieser Einleitung zunächst mal hinaus will, ist, dass wir erstaunlicherweise an diesen Beispielen sehen können, wo das Grundproblem politischer Kommunikation überhaupt liegt, nämlich einerseits vereinfachen zu müssen, andererseits nicht die Vereinfachung selbst schon für eine politische Lösung zu halten. Und dem möchte ich mich ein bisschen soziologisch nähern. Ich bin kein Politikwissenschaftler, das heißt, ich interessiere mich jetzt nicht für die Institutionen des Staates, nur für verfassungsrechtliche Fragen oder Verfahrensfragen oder Ähnliches, sondern ich interessiere mich als Soziologe für das Verhältnis der Funktion des Politischen zur Gesellschaft. Ich werde in 5 Schritten argumentieren. Ich werde erst etwas über Protestbewegungen und Wahlverweigerung sagen, dann über die Paradoxie des Politischen reden, schließlich natürlich diesen Hauptbegriff der Komplexität versuchen, einfach darzustellen, wirklich einfach darzustellen. Dann auf die Paradoxie der Erzählbarkeit des Gesellschaftlichen und Politischen, gerade durch die Vereinfacher hinzuweisen, um am Ende vielleicht ein paar Lösungsvorschläge zu machen, wobei ich mich darauf kaprizieren werde, was denn eigentlich die Aufgabe, zumindest jetzt auf Deutschland gesprochen, und das gibt es in Österreich ja genauso, die großen politischen Kräfte, sagen wir mal, eine eher konservative und ein eher sozialdemokratisches oder sozialistisches Bezugsproblem. Zunächst etwas zu Protest. Was wir zurzeit beobachten können in ganz Europa, Sie haben darauf hingewiesen, und nicht nur in Europa, das ist eine neue Form des Protests. Nämlich ein Protest, der interessanterweise ein Protest nicht innerhalb des politischen Systems ist, sondern ein Protest gegen das politische System. Also gewissermaßen eine Art Opposition von außen. Eine Opposition von außen würde heißen, die Funktion dessen, was Opposition in demokratischen politischen Systemen seit dem 18. Jahrhundert immer war, nämlich die Opposition, das heißt diejenigen, die die Regierung bekämpfen, mit Legitimation zu versehen und innerhalb des politischen Systems nicht nur mit Rederecht, sondern mit Existenzrecht zu belegen. Im viktorianischen Britannien hat man das auf die wundervolle Formel gebracht, Her Majesty's Loyal Opposition. Erleben wir zurzeit. Und in Deutschland wären das so Leute wie etwa die Pegida-Bewegung oder eine starke rechtsintellektuelle Szene, die übrigens auf dem Zeitschriftenmarkt außerordentlich erfolgreich ist. Mit riesigen Wachstumszahlen bis in das Bürgertum hinein. Und zwar bis in das konservative und sozialdemokratische Bürgertum hinein. Eine Form, die das politische System selbst zum Gegner erklärt. Das politische System selbst würde bedeuten, dass der klassische Machtkreislauf zwischen Politik und Gesellschaft unterbrochen wird. Der klassische Machtkreislauf, das ist ein systemtheoretischer Begriff, meint, dass die Legitimation, Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass es bei Politik natürlich auch um langfristige Prozesse gehen muss, bei dem wir auch feststellen, dass sich die Erfolge womöglich nicht übermorgen gleich einstellen. Bei dem man einen langen Atem braucht, um Erfolge überhaupt messen zu können, bei denen Selbstkorrekturmaßnahmen notwendig sind, bei denen wir feststellen, dass, wie es in komplexen Systemen eigentlich immer ist, sich während des Prozesses manchmal die Parameter verändern. Also all das, was man macht, wenn man plant und Prozesse durchführt, dass all das davon abhängig ist, gewissermaßen im Spiegel der öffentlichen Meinung
so viel Potenz zu bekommen, dass man damit weitermachen kann. Wir wissen aus der Machttheorie, dass derjenige, der mächtig ist, von denen abhängig ist, über die er Macht ausübt. Wir denken immer, die Machtposition reicht schon. Aber das weiß man übrigens, wenn man Kinder erzieht. Kinder haben eine wahnsinnige Macht über ihre Eltern durch die schlichten Hinweis darauf, dass sie nicht tun, wie ihnen geheißen. Und deshalb sind gerade Familien sehr gewaltnah gebaut. Also die körperliche Züchtigung ist ja meistens ein Reflex auf den Verlust von Macht, wenn Macht bedeutet, dass der Machtkreislauf dafür sorgt, dass man auch über Durststrecken kommt, in denen ein Legitimationsproblem auftaucht. Also in der Erziehung heißt das non scole sed vitae discimus, in der Politik heißt das bleibt ruhig, es wird schon. Ich übertreibe ein bisschen das Argument. Aber ohne das kann man nicht planen, ohne das kann man das nicht durchführen. Der Machtkreislauf wird von denjenigen unterbrochen, die den Machtkreislauf selbst in Frage stellen. Deshalb wird es außerordentlich schwierig, mit diesen zu diskutieren. Wir denken ja immer, wenn wir gute Argumente haben, dann können wir den Populismus besiegen. Das Interessante ist, dass das beste, jetzt viel Forschung inzwischen dazu, das beste Argument befeuert den Populisten, weil das gute Argument so komplex ist, dass es den Satz, der relativ einfache Kausalitäten herstellt, im Nachhinein noch einmal legitimiert. Darin steckt doch eine ganze Menge Anti-Intellektualismus, darin steckt eine Menge Anti-Akademisches, darin steckt eine Menge Anti-Elitäres. Das sind zum Teil, wenn man an die Sozialstruktur dieser Gruppen in Deutschland denkt, Eliten, die gleichzeitig Anti-Eliten sind. Und wenn wir sie in Österreich mit solchen politischen Kräften ja nun bereits etwas länger zu tun haben, als wir das in Deutschland haben, dann werden Sie feststellen, dass Sie gewissermaßen eine merkwürdige Amalgamierung hier beobachten müssen zwischen Etablierten, die Etablierten als Etablierte kritisieren. Worauf man hinweisen kann, damit die Leute aber eigentlich nur bestätigt. Das ist eine paradoxe Situation. Zweiter Punkt, da kommt der Begriff des Paradoxen ja schon vor. Die Paradoxie des Politischen. Ich habe schon gesagt, ich bin so ein schrecklicher Soziologe, der mit systemtheoretischen Mitteln arbeitet, der das Gesellschaftssystem für ein System hält, das weder eine Spitze noch ein Zentrum hat und auch das politische System kein Spitze und kein Zentrum des Gesellschaftssystems ist, sondern ein Funktionssystem unter anderen, das eine bestimmte Funktion erfüllt. Ich gebe Ihnen mal Hinweise auf andere Funktionssysteme. Das Wirtschaftssystem zum Beispiel hat nicht die Aufgabe, Menschen mit Gütern zu versorgen. Wenn es gut läuft, kann es das tun. Die Funktion des Wirtschaftssystems besteht darin, mit Knappheit umzugehen. Sie kennen das vielleicht selber, wenn Sie schon mal Auto gefahren sind selber und der Tank war so gut wie leer, man kann das an der Nadel schön sehen, dann gehen Sie unglaublich sparsam mit dem Gaspedal um. Haben Sie das schon mal erlebt? Also wenn der Tank voll ist, dann kann man mal beschleunigen, ist egal. Ne? Aber wenn es so gut wie leer ist, gehen Sie ganz vorsichtig damit um. Das ist die Funktion des Ökonomischen. Mit möglichst wenig Mitteln, möglichst viel Ertrag zu erzielen. Wenn die Gesellschaft nur Ökonomie wäre, dann hätte sie riesen Anpassungsprobleme. Sie könnte nicht versorgen, sondern sie könnte nur individuelle Spieler zufriedenstellen, die man aber nicht zufriedenstellen kann, weil es weder rechtliche noch politische noch sonstige Erwartungssicherheiten gäbe. Das macht Ökonomie, nicht mehr und nicht weniger. Das Wissenschaftssystem, von dem denkt man immer, dass es so etwas wie wissenschaftliche Sicherheit produziert. Haben sich schon mal einen Wissenschaftler eingeladen, also machen Sie hier ja permanent, auch heute Abend. Wissenschaftler fragen erst mal, was für eine Frage gestellt wurde und sagen, dass man unter diesem Versuchsaufbau jenes sagen kann, unter einem anderen aber etwas anderes sagen muss. Und das ist keine Schwäche, sondern eine Stärke moderner Wissenschaft, dass sie nicht auf letzte Sätze kommt, für die selbst die Theologie heute nicht mehr zuständig ist. Und das Rechtssystem reguliert keineswegs unsere Konflikte, sondern produziert eigentlich nur eine Form von Erwartungssicherheit, normative Erwartungssicherheit, auf die wir uns kaprizieren können. Und wer mit Rechtsproblemen mal zu tun hatte, wird feststellen, dass manche Entscheidungen sich eher an der Konsistenz von Rechtsentscheidungen orientieren, als an einer höheren Gerechtigkeit des Einzelfalls. Wir können froh sein, dass sich Rechtsentscheidungen nicht an der höheren Gerechtigkeit des Einzelfalls orientiert, weil man dann fragen muss, wer denn eigentlich dann in den Genuss der höheren Gerechtigkeit kommt und wer in den anderen.
Und wenn Sie noch vielleicht ein letztes Beispiel erlauben, das Bildungssystem. Da Selbstbeschreibungen behaupten, das Bildungssystem würde uns fit machen für die Gesellschaft oder irgendwie solche Sätze. Das Spannende ist, dass die Funktion des Bildungssystems vor allem darin besteht, legitim ungleiche Positionen zuzuweisen. In der Debatte um Schulsysteme hat man das sehr schön sehen können. Selbst wenn man intentional versucht, ein Bildungssystem so einzurichten, dass zum Beispiel alle innerhalb einer Einheitsschule sind und alle die gleichen Chancen haben sollen, wird dieses System trotzdem ungleiche Positionen zuweisen und dann womöglich viel stärker, als wenn man das vorher schon zugegeben hat, die Positionen weiter zuweisen, die durch Herkunft, zum Beispiel durch Bildungsherkunft oder ökonomisch potente Herkunft, den Leuten bessere Chancen geben als den anderen. Das spricht übrigens nicht dagegen, dass man sich um Gerechtigkeit im Bildungssystem bemüht. Ganz im Gegenteil, gerade deshalb muss man das besonders stark tun. Man kann zum Beispiel Leistungsdruck kritisieren, aber man kann sagen, Leistungsdruck ist auch ein Gleichmacher. Dass wenn diejenigen, die gut sind, wirklich weiterkommen, ein altes sozialdemokratisches Versprechen eigentlich. Ne? Wenn du dich anstrengst, dann kannst du was aus deinem Leben machen. Das war so 70er-Jahre-Sozialismus. Ne? Sehr, sehr, sehr erfolgreich in unseren beiden Ländern, eigentlich in ganz Europa, auch in Großbritannien, wo sozusagen diese Sätze gefallen sind. Also das sind alles Funktionen und Beschreibungen dieser Funktionssysteme. Was ist jetzt eigentlich die Beschreibung für Politik? Die Selbstbeschreibung von Politik ist, wir steuern die Gesellschaft. Und das muss die Selbstbeschreibung von Politik sein. Der Soziologe beobachtet was anderes. Der Soziologe sagt, die Funktion von Politik ist zweierlei. Erstens, die Bereitstellung der Kapazität zur Herstellung kollektiv bindender Entscheidungen. Zweitens, die Herstellung von Kollektivitäten. Also das Erste. Kollektiv bindende Entscheidungen sind Entscheidungen, die, wenn man es politisch regelt, für alle gelten. Deshalb kollektiv bindend. Wir kennen das. Wann werden wir politisch? Wir werden politisch in der Rede dann, wenn wir von etwas ausgehen, dass es kollektiv geregelt werden muss und nicht im Einzelfall. Also wenn wir sagen würden, es kommt zu vielen Todesfällen bei soziologischen Vorträgen im Sommer, weil der Hitzestau im Kopf so groß wird, dass die jungen Leute, die da sitzen, das nicht überleben, sollte man kollektiv bindend regeln, dass man eine Klimaanlage einbauen sollte. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, zumal ja hier eine an ist, könnte stärker sein, aber es geht. Ja, also was ich damit sagen will, ist, wir sagen nicht, hier muss eine Klimaanlage rein, sondern wir sagen kollektiv bindend, für solche Fälle brauchen wir Klimaanlagen. Das ist ein völlig anderer Satz und das macht Politik. Spannenderweise kann Politik dann womöglich kontrollieren, das in einem zum Beispiel parlamentarischen Verfahren mit Legitimation auszustatten, ästhetisch so darzustellen, dass es wirklich notwendig ist und so weiter und so weiter. Politik kann aber nicht kontrollieren, was die anderen Teile der Gesellschaft mit dieser Entscheidung tun. Zum Beispiel könnte das Wirtschaftssystem hingehen und sagen, hey super, wenn das so ist, dann erhöhen wir jetzt die Preise für Klimaanlagen um 350%. Dummerweise gibt es einen Weltmarkt und man kann sich die Klimaanlagen auch woanders. Gibt es in Österreich irgendwie Leute, die Klimaanlagen bauen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ne? Man kann sie sich auch in Bayern kaufen. Oder in Norwegen. Die bauen wahrscheinlich keine. Also was ich sagen will ist, man kann es nicht sozusagen kontrollieren, was die Gesellschaft mit den Entscheidungen macht. Und das ist die Paradoxie des Politischen. Sich selber beschreiben zu müssen als diejenige Instanz, die die Gesellschaft plant, steuert und in eine richtige Richtung lenkt, um gleichzeitig an sich erleben zu müssen, dass die Eigendynamik der Gesellschaft etwas anderes damit tut. Und aus dieser Paradoxie gibt es kein Entrinnen. Das muss man wissen, das muss man nicht sagen. Also man kann nicht auf die Marktplätze gehen und sagen, ich möchte Ihnen zunächst einmal, bevor ich Ihnen unser neues Steuerkonzept vorstelle, auf die Paradoxien des Politischen hinweisen, sondern die interessante Frage ist, gibt es ästhetische Formen, daraus etwas zu machen? Und ich werde am Ende darauf kommen, dass es ästhetische Formen in den klassischen politischen Programmen dazu gibt, dass man sie womöglich heute auf eine neue Situation hin erneuern müsste. Interessant ist, dass das politische System selbst, und das war die zweite Funktion, auch Kollektivitäten erzeugt.
Wir leben alle, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, in Nationen und denken, dass es die schon sehr lange gibt. Das sind sehr späte Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Die mussten politisch hergestellt werden. Die Nationen, wie wir sie heute in Europa kennen, sind eigentlich das Ergebnis des Wiener Kongresses, wenn man so will. Also das Ergebnis einer Übereinkunft, wer, wo, wie, über wen, mit welcher Sprache herrschen darf, kann, soll und das dann auch tut. Und dafür muss man herstellen, zum Beispiel eine gemeinsame Sprache. Die hochdeutsche Sprache ist eine Erfindung des Wiener Kongresses, wenn man so will, schöne wollte, ne? Des Wiener Kongresses, und es ist eine Erfindung des deutschen Gymnasiums. Es wird wir sprechen eine Sprache, die es vorher nicht gegeben hat. Und Hochdeutsch heißt jetzt nicht, ob das irgendwie wienerisch, münchnerisch oder hamburgisch eingefärbt ist, sondern das heißt, dass es eine Einheitssprache ist, von der wir ausgehen, dass sie so etwas wie kollektive Identität wenigstens simulieren kann. Über eine starke Form von Sprachpolitik. Und so stellen wir Kollektive her. Es ist zum Beispiel in Deutschland relativ einfach, den Länderfinanzausgleich zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern zu organisieren. Es gibt kaum kulturelle Räume, die sich unähnlicher sind als Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. In Bayern waren sie wahrscheinlich alle schon, in Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich noch nicht alle. Sehr, sehr unterschiedlich, das ist da oben sehr protestantisch und windig. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge, nicht, dass ich jetzt was Falsches denke. So, und was ich damit sagen will, ist, der Länderfinanzausgleich in Europa zwischen Deutschland und Portugal oder Deutschland und Griechenland funktioniert nicht so einfach. Und dann fragt man sich, warum eigentlich? Das sind ähnliche Verträge, die man machen kann. Also in Deutschland hat es Verfassungsrang, hier sind es europäische Verträge, übrigens auch zum Teil in Rechtsform gegossen, also in Verfassungsrechtsform gegossen. Aber es gelingt politisch nicht so einfach, so etwas wie eine europäische Kollektivität herzustellen. Spätestens seit der sogenannten Flüchtlingskrise wissen wir, wovon solche Formen kollektiver Identitäten abhängig sind, nämlich, dass sich die Teile des Ganzen an das Ganze halten. Also wenn Länder sagen, wir nehmen keine Flüchtlinge auf, es mag ja Gründe dafür geben, vielleicht keine guten, aber es gibt Gründe. Wir halten uns nicht an die Verträge. Interessiert uns nicht. Stellen wir also fest, dass diese Zurechnung nicht funktioniert. Die Aufgabe des Politischen besteht darin, diese Art von Kollektivität herzustellen. Auch das ist paradox. Es ist nämlich insofern paradox, als wir feststellen müssen, dass die meisten Rechte, die Menschen universalistisch haben, sie eigentlich nur in diesen Kollektivitäten besitzen. Die Spannung zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten ist auf einer Weltgesellschaft, die nicht einstaatlich ist, nicht aufzuheben, und niemand wünsche uns eine Weltgesellschaft, die nur aus einem Staat besteht, weil diese, das wissen wir spätestens seit Immanuel Kant, fast notwendigerweise so etwas wie ein autoritärer Staat werden muss. Was ist dann eigentlich Demokratie? Demokratie ist nicht das, was draufsteht. Sie ist nicht die Herrschaft des Volkes. Und wenn ich das mal so sagen darf, Gott sei Dank. Sondern, das ist übrigens die begrifflichen Erfinder der Demokratie in Griechenland, also im alten Griechenland, waren große Skeptiker der Volksherrschaft. Wir lesen die aristotelischen Geschichten dazu. Sondern sie haben immer die Frage gestellt, wir brauchen Legitimation für das, was passiert, und wie bekommen wir sie eigentlich? Wenn Demokratie wirklich Volksherrschaft wäre, dann wäre ein Lynchmob eine hochdemokratische Veranstaltung. Unsere Intuition sagt uns, das stimmt wohl nicht, dass es das sei. Sondern interessant ist eher, dass das politische System dafür sorgt, dass Partizipation zum Teil unterbrochen wird, damit man das tun kann, wovon Sie vorhin gesprochen haben. Nämlich methodisch kontrolliert, in längeren Zeiträumen Dinge zu planen, die man durchsetzen muss. Zum Teil gegen den Widerstand anderer politischer Akteure, die auch gewählt sind. Kein einfaches Geschäft. Und Demokratie würde dann eben bedeuten, dafür so etwas wie Legitimation zu bekommen. Niemand würde behaupten, dass der Mehrheitsentscheid immer der richtige ist. Das wäre vernunftphilosophisch, sagen wir mal, zumindest gewagt. Darf man das so sagen? Aber niemand wird behaupten, dass es bis jetzt einen besseren Algorithmus gibt, als auf eine Mehrheit zu hören, die man aber über die Herstellung von Kollektivitäten auch miterzeugen muss. Zum Beispiel durch öffentliche Diskurse.
Der Populist möchte öffentliche Diskurse verhindern, weil er ja weiß, was das Volk will und müsste eigentlich stark verunsichert sein, dass er nicht gewählt wird. Das ist der große Unterschied zwischen unseren beiden Ländern. Bei ihnen wird er inzwischen gewählt, bei uns nicht so stark. Die AfD dürfte so 8-9% bekommen. Das ist im Vergleich zu ihnen ja fast das Paradies, oder? Aber gut, das streichen wir aus dem Protokoll. Es gibt auch andere Modelle. Denken Sie an China. Wir werden mal darüber nachdenken müssen, was in China eigentlich passiert, wenn die großen Wachstumsraten verschwinden und sie beginnen gerade zu verschwinden. Das heißt, wenn die Legitimation durch Wohlstandssteigerung, für kleine Teile übrigens Chinas nur, verschwinden werden. Dort wird etwa ein meritokratisches System diskutiert. Sollen nicht die herrschen, die es am besten können? Den Platon habe ich gerade schon erwähnt, auch bei Aristoteles gibt es in der Ochlokratie und so ähnliche Diskussionen. Es gibt inzwischen sogar Leute, die sagen, am besten wäre es, wenn wir losen, wer eigentlich regieren soll. Vielleicht ist das viel rationaler, als auf zufällige Mehrheiten zu setzen. Es gab mal Zeiten, auch in Österreich, ich kann mich in Deutschland noch daran erinnern, da hingen Wahlergebnisse an 0,5%, ob die oder die regieren. Da war die Frage, wo die FDP dann gerade hinging. Die Zeiten sind auch in Deutschland lange vorbei. Also in China, Meritokratie würde heißen, wer wählt eigentlich aus, wer die Besten sind? Kann man über Sachfragen die Dinge lösen? Sie erinnern sich vielleicht an die Expertenregierungen, die es in Europa gegeben hat. Die sind viel weniger an den Sachfragen gescheitert als an den Legitimationsfragen in dem Zeitpunkt, wo das stattfindet, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass man langfristig etwas machen muss, was nicht sofort funktioniert. Wenn es stimmt, dass es aus dieser Paradoxie, die ich gerade entwickelt habe, kein Entrinnen gibt, dann muss man sich fragen, warum ist es eigentlich so? Das ist eigentlich doof, ne? Warum haben sich Gesellschaften evolutiv nichts Besseres ausgedacht als sowas? Und das hängt viel mit meinem dritten Punkt, nämlich mit Komplexität zusammen. Ich werde versuchen, das möglichst kurz zu machen. Der Begriff der Komplexität stammt aus der Kybernetik. Das ist ein mathematischer Begriff. Komplexität liegt dann vor, wenn ein Ereignis mehrere Zustände annehmen kann. Heißt auf Deutsch, komplex ist eine Situation, wenn sie aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich beschrieben werden kann, ohne dass mindestens eine der Perspektiven falsch sein muss. Banales Beispiel, das ist jetzt sehr holzschnittartig. Es wurde über den Grexit diskutiert. Ich bin kein Ökonom. Aber was ich weiß, ich würde das auch so vertreten, wäre aus ökonomischen Gründen wäre der Grexit eine gute Lösung gewesen. Aus politischen Gründen wäre der Grexit eine Katastrophe gewesen. Und interessanterweise beide Sätze stimmen. Also der wäre aus ökonomischen Gründen ein Segen gewesen, weil man Anreizstrukturen hätte schaffen können, in denen manches möglich gewesen wäre. Das alte Modell des Auf- und Abwertens hätte der griechischen Wirtschaft Anreizsysteme geschaffen, in denen manche der Strukturprobleme, die Griechenland hat, womöglich leichter lösbar gewesen wären. Es gibt einen ökonomischen Grund, der dagegen spricht, dass nämlich die reichen Griechen, die ihr Geld außerhalb des Landes hatten, das Land dann nach der Abwertung der Drachme sozusagen für relativ wenig Geld wieder hätten zurückkaufen können. Da hätte man dann rechtlich sagen müssen, das muss man verhindern. Kann man aber leider nicht, weil Besitzrechte so sind, wie sie sind. Es wären Enteignungen gewesen. Wieder eine weitere Logik, die dem widerspricht, aber stimmt. Und aus politischen Gründen wäre es ein Fehler gewesen, weil dann womöglich Österreich oder Ungarn oder Österreich-Ungarn oder wer auch immer die Nächsten gewesen wären, die gesagt hätten, den machen wir auch nicht mehr mit. Politisch wäre das falsch gewesen. Ganz abgesehen davon, dass so etwas wie europäische Solidarität, die man in bestimmten Punkten dann womöglich braucht, erst recht nicht mehr erwartbar gewesen wäre. Ein einfaches Beispiel. Ein einfaches Beispiel heißt, aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedliche Problemlösungskonzepte, die gleichzeitig gelten. Komplex ist ein System dann, wenn wir es nicht mehr mit eindeutigen Kausalitäten, sondern mit Wechselwirkungsprozessen zu tun haben. Sie haben vorhin von Planung gesprochen. Früher in den 60er Jahren hat man noch Planungstheorien gemacht, indem man davon ausging, dass man sowas wie Kausalketten beschreiben kann. Wir haben einen Anfangspunkt, wir haben ein Ziel und wir wissen, was zwischen A und B geschehen muss. Heute machen wir Szenarien. Also man muss das
eigentlich weniger an den Theorien als an der Ästhetik dieser Geschichte beobachten. Wer Szenarien vorlegt, also meistens drei, weil die am leichtesten zu handhaben sind, vier sind zu symmetrisch, zwei sind zu einfach, fünf kann kein Mensch mehr verstehen, drei sind super. Kann jeder Depp eigentlich mitsehen, wie das funktioniert. So, und Szenarien sagen uns eigentlich, dass wir, wenn wir nicht auf Kausalmodelle setzen, sondern unterschiedliche Wechselwirkungsmodelle zeigen, dann können kleinste Veränderungen bereits zu großen Wirkungen, Differenzen in den Wirkungen zielen. Das heißt, man hat da eigentlich schon eine Situation, in der man mit Komplexität rechnet. Und das ist das große Problem von Politik. Ich habe vorhin gesagt, Politik kann kollektiv bindende Entscheidungen treffen, muss diese legitimatorisch so absichern, dass man dem politischen Akteur genug Kredit gibt, die Dinge auch zu tun, wenn er nicht besonders schnelle Lösungen haben will. Schnelle Lösungen heißt, wir machen die Grenzen zu, schnelle Lösungen heißt, wir schaffen die Steuern ab, schnelle Lösungen heißt, wir erhöhen die Steuern sofort um sowieso. Also diese einfachen Sätze, die immer isoliert kommen, statt in einem Gesamtkonzept. Oder wir machen ein Gesamtkonzept, können das aber den Leuten nicht erklären als Lösung und stellen dann fest, dass man sozusagen auf punktuelles Handeln geradezu zurückverwiesen wird. Und das ist das Problem. Ich nenne das, also das heißt auf soziologisch funktionale Differenzierung, und ich versuche dafür eine andere Metapher zu finden oder habe es versucht, und die heißt verteilte Intelligenz. Sie kennen das aus der Informatik. Systeme verteilter Intelligenz verzichten auf eine zentrale CPU, also auf einen Zentralprozessor, der alles kontrolliert, sondern sie haben in der Peripherie, die keine Peripherie mehr ist, weil es kein Zentrum mehr gibt, jeweils eigene Rechnerleistungen, und das Problem verschiebt sich von Kontrolle zur Schnittstelle. Die Frage ist, wie organisieren wir eigentlich die Schnittstelle? Und auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort, sondern es gibt darauf fast immer nur komplexe Antworten. Angela Merkel, die große Künstlerin der Nicht-Kommunikation in der politischen Kommunikation, und man muss das manchmal auch durchaus preisen, weil das genial gemacht ist, ist jemand, die sozusagen schon durch Nicht-Kommunikation vermeidet, auf die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Konzepten hinzuweisen. Wir haben gerade ja jetzt Wahlkampf, am Wochenende war der Parteitag der Sozialdemokraten in Dortmund. Und die Sozialdemokraten sind gerade dabei, den Begriff der Gerechtigkeit durchzubuchstabieren und lavieren hin und her zwischen den allen Gerechtigkeitskonzepten, die man aus politikwissenschaftlichen und philosophischen Proseminaren alle kennt. Von Leistungsgerechtigkeit und alles, das kennen wir alles. Das ist gar keine Kritik, sondern wenn man anfängt zu argumentieren, ist man eigentlich schon mittendrin im Problem. Also das ist keine Kritik, das heißt nicht, jetzt legt euch doch auf ein Konzept fest, das ist ja irre, das funktioniert gar nicht, sondern das Spannende ist, sobald man begründet, warum es das eine ist, hat man auf das andere schon hingewiesen und schon hat der Begriff seinen ganzen Zauber verloren. Und darauf will ich hinweisen, dass so ein System verteilter Intelligenz, das in der Gesellschaft gewissermaßen unterschiedliche Teile hat, die so dynamisch aufeinander einwirken, dass die einfachen Lösungen nicht mehr funktionieren, übrigens auch die linken einfachen Lösungen nicht. Die sozialwissenschaftliche Intelligenz ist voll von Leuten, die ganz schnell dabei sind zu sagen, wir müssen umverteilen. Wenn wir umverteilen, sind alle Probleme gelöst. Die sind nur dann gelöst, wenn wir durch das Umverteilen die Dynamik so sicher halten können, dass immer noch genug da ist, damit wir entsprechend umverteilen können. Das alte Problem der Sozialpolitik seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie viel Regulierung, wie viel Deregulierung. Darin unterscheiden sich eigentlich die großen politischen Konzepte. Und spannenderweise handelt es sich nicht um kommunizierende Röhren, sondern um komplexe Wechselwirkungsprozesse, von denen niemand eindeutige, einfache Lösungen sagen kann. Das Neoliberale sagt, am besten keine Staatstätigkeit, das wird sich alles einregeln. Eine starke linke Politik würde sagen, das müssen wir alles zentral kontrollieren. Beides produziert Kosten. Konservative würden gerne sagen, womöglich, am besten halten wir uns doch daran, dass wir aus eigenen freien Stücken den Gürtel enger schnallen um. Meinhard Miegel, ein konservativer Think Tanker in der Bundesrepublik, ist jemand, der ganz ähnlich wie Linke und Ökologen so eine Art Kapitalismuskritik macht. Der Kapitalismus, wie soll man sagen, zerstört seine eigenen Grundlagen, sehr Marx, wenn man so will. Und sagt dann sozusagen als konservativer Politiker, dann müsste halt verzichten. Was wir übrigens bei linker Politikform auch
sehr stark inzwischen finden, wenn ich sie direkt ansprechen darf. Ihr Zweitbetreuer behauptet sowas auch gerne. Ne? Das ist privat. So. Vierter Punkt. Das war gemein, oder? Jetzt gucken wir, wer kann das denn sein? Das sage ich aber nicht. Mein vierter Punkt sollte sich ja darauf kaprizieren, dass es um Erzählbarkeiten geht. Das Blöde ist, dass man sich aus dem Problem retten kann, indem man Situationen von Erzählbarkeit herstellt. Erzählbarkeit würde heißen, einfache Geschichten für eine komplexe Welt zu erzählen. Und ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob mein Argument stimmt. Nämlich zu sagen, dass das ein Problem ist, das stimmt nämlich nicht so richtig. Weil die Kunst der Politik gerade darin besteht, einfache Geschichten für komplexe Probleme, nicht gegen komplexe Probleme zu beschreiben. Warum kulminiert eigentlich heute, ich weiß nicht, ob das eine sehr deutsche Sicht ist, aber ich glaube nicht, warum kulminiert heute eigentlich alles in der Mitte? Die Mitte ist ja so eine tolle, wie soll man sagen, Nicht-Adresse, ne? Dann gibt es da die etwas linke Mitte und die rechte Mitte und so, aber es ist alles irgendwie Mitte. Und wir haben in Deutschland nicht umsonst jetzt diese große Koalitionsgeschichten und manche Spötter sagen, dass sich Martin Schulz gerade als Juniorpartner bewirbt mit dem Wahlkampf, den er macht und Angela Merkel eigentlich guckt, wer unter ihr Außenminister sein kann. Ich übertreibe ein bisschen, aber ich glaube nur ein bisschen. Man hat sich irgendwie daran gewöhnt. Es scheint sozusagen, wenn man Umfragen glauben darf, ist es für die Deutschen im Moment immer noch das Modell, mit dem man vielleicht am besten leben kann, weil es irgendwie gut aussieht. Es gibt auch andere Untersuchungen, ich werde gleich darauf eingehen, aber es sieht irgendwie so aus. Warum kulminiert alles in der Mitte? Es scheint da zu kulminieren, weil man dort noch am besten simulieren kann, dass man es mit Problemlösungskonzepten zu tun hat. Weil man mit den extremeren Problemlösungskonzepten, nämlich mit dem Rechten und dem Linken, also dem richtig Rechten und dem richtig Linken, fast ästhetisch sehen kann, dass sie einer komplexen Gesellschaft nicht entsprechen. Ich muss Ihnen noch sagen, was ich unter rechts verstehe, habe ich vorhin schon gesagt. Was ich unter links verstehe, das geht mir dabei nicht um politische Gruppen, sondern es geht mir dabei um eine Denkungsart. Die Denkungsart des Linken, sowas finden Sie in realer Politik nur noch sehr selten, aber in der Sozialwissenschaften findet man das zum Teil, ist die Idee des Gesellschaftsumbaus. Also gewissermaßen wie ein Motor, der während des Betriebs umgebaut werden kann. Quasi die Gesellschaft zu einem Objekt zu machen und die Teile so anzuordnen, dass sie richtig funktionieren. Gucken Sie mal, wie richtig Linke über den Klimawandel diskutieren oder über soziale Ungleichheit oder über die Flüchtlingsfrage. Man möchte gerne zuweisen, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Ich übertreibe ein bisschen. Ja? Aber das wäre sozusagen, man entwirft sich wie auf einem weißen Blatt Papier eine Gesellschaft und wundert sich aber, dass die Akteure in ihren jeweiligen Situationen nicht die Einsicht in die Notwendigkeit kennen, genau das zu tun. Das ist der Impetus linker sozialwissenschaftlicher Intelligenz. Und das ist, wie ich finde, unsoziologisch gedacht, weil es nicht davon ausgeht, dass die Gesellschaft aus den jeweiligen unterschiedlichen Perspektiven in einem System verteilter Intelligenz jeweils ganz unterschiedliche Probleme lösen will und dass es dazu auch noch Interessen gibt, die eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielen, die sich fast nicht durch Argumente relativieren lassen. Und eine rechte Politik wäre sozusagen immer die, die so etwas wie kulturelle Homogenität als Lösung aller Probleme ansieht. Also wenn nur wir alle kulturell homogener wären, dann wären die meisten Probleme weg. Schauen Sie sich mal das, ich kenne das hier bei Ihnen nicht so genau, aber schauen Sie sich mal das Wahlprogramm der AfD an, der Alternative für Deutschland. Das ist eigentlich ein Programm, das gerne so eine soziokulturelle Welt der 50er Jahre wieder hätte, wo Männer noch richtige Männer sind, Frauen aber nicht. Wo Kinder das tun, was sie zu tun haben, wo die Schichtung und die Milieus der Gesellschaft sich in bestimmten Schulformen widerspiegeln und so weiter und so weiter. Eine sehr geordnete, relativ einfache Welt, die homogen ist.
Homogen heißt nicht, dass alle gleich sind, sondern sie heißt, dass sie aus allen Perspektiven der Gesellschaft eigentlich gleich beschrieben wird. Es gibt bei den Rechten übrigens auch linke Denkungsarten. Es gibt rechte Revolutionäre, die eigentlich die Gesellschaft umbauen wollen. In Schnellroda sitzen solche Leute. Ja, und es gibt unter den Linken auch viele, die dieses Homogenitätsargument stark machen. Das ist eine der größten Paradoxien linker, sozialdemokratischer, also nicht ganz linker, Politik, sozusagen auf die Empirie hinzuweisen, dass Solidarität innerhalb eines nationalstaatlichen Rahmens leichter zu kriegen ist als darüber hinaus. Und daraus in der Flüchtlingspolitik bisweilen ziemlich knackige Sätze sagen. Die, die bei uns Linke heißen, sagen diese knackigen Sätze zum Teil dann tatsächlich sehr stark. Denken Sie an Sarah Wagenknecht. Ich weiß nicht, ob es ein österreichisches funktionales Äquivalent für Sarah Wagenknecht gibt. Man sollte es Ihnen wünschen, weil da die Dinge tatsächlich so wunderbar direkt auf den Begriff gebracht werden. So, mir geht es aber auch nicht um Politik, sondern mir geht es um diese Denkungsarten. Und das Verrückte ist, dass all die Geschichten, die ich gerade in vorsichtig polemischer Weise versucht habe darzustellen, polemisch heißt ja nur, dass man sie unterscheiden kann, Polemios, dass wir sozusagen in diesen Denkungsarten Ankerpunkte für Erzählbarkeit finden. Diese Sachen sind leicht zu erzählen. Sie sind auch leichter, sind Theorien, die leicht in politische Programme umzusetzen sind. Dort, wo Sie, ich nehme Sie nochmal in Anspruch, wie Sie das gesagt haben, Frau Staatssekretärin, diese Art von Politik machen müssen, also früher Max Weber hätte gesagt, dicke Bretter zu bohren, wo man also mit langfristigen Perspektiven arbeiten muss, fehlt die Erzählbarkeit und damit ein Andockpunkt an eine der zentralen Funktionen des Politischen, nämlich diese Kollektivitäten ansprechbar zu halten. Es ist schwierig. Und ich glaube, dass wir zurzeit deshalb so eine Krise erleben des politischen Systems in allen westlichen Industriegesellschaften, bei denen wir unterschiedliche Reaktionsformen haben. Mir hat es sehr gut gefallen, wie Sie die französische und die britische Situation unterschieden haben, die ja beide mit Akteuren zu tun haben, denen es offensichtlich gelungen ist, Geschichten zu erzählen. Ob die Geschichten am Ende sachlich stechen, das ist noch die Frage, bei beiden unklar. Aber spannend ist, dass offenbar diese neuen Akteure dazu Geschichten erzählen müssen. Das Blöde ist, dass sich die einfachsten Geschichten, Systemtheoretiker würden sagen, in der Sozialdimension erzählen lassen. Heißt auf Deutsch, man könnte sagen, an Larissa, um an das Mainzer Projekt anzuschließen, in Form von Humankategorien. Ja? Also Humankategorien wäre sozusagen, die Gesellschaft einzuteilen in Gruppen, in die Menschen eingeordnet werden. Also es gibt relativ bekannte Humankategorien. Inländer, Ausländer oder Männer und Frauen oder Alte und Junge. Und dann gibt es welche, die nicht ganz so eingeführt sind. Ja? Also Dunkle und Helle, mit Anspruchsberechtigung, ohne Anspruchsberechtigung. Was auch immer wir nehmen wollen, Behinderte, Nichtbehinderte. Zum Teil liegen die über Kreuz, zum Teil heben die sich auf, zum Teil verstärken die sich. Und interessant ist, dass diese Art von Humankategorie sowohl in der sozialwissenschaftlichen Intelligenz als auch in der Öffentlichkeit immer noch die Charakterisierung der Gesellschaft ist, die am allerbesten funktioniert. Das ist am leichtesten erzählbar. Und sie ist soziologisch die insuffizienteste, weil diese Humankategorien eigentlich nur deshalb so stark sind, weil eine Gesellschaft, die funktional differenziert ist oder, wie ich gesagt habe, die von verteilter Intelligenz geprägt ist, sozusagen eine Form produziert, die man vielleicht den Menschen ohne Eigenschaften nennen könnte. Ja, also der Mensch ohne Eigenschaft ist einer, bei dem, anders als in früheren Gesellschaften, allein seine Existenz viel weniger aussagt über das, was er kann, darf, soll und dann auch tut, als das jemals der Fall war. Deshalb sind wir so scharf auf diese Humankategorien. In vormodernen Gesellschaften gab es die in dieser Form gar nicht. Da haben die Leute in Humankategorien geredet, die man von außen zum Beispiel historisch beobachten kann, aber drinnen war das die ganze Welt.
Also wir haben uns vorher unterhalten, ja, über das, die Habsburger Monarchie, die sozusagen von außen aussieht wie ein Nationalitätenkabinett und von innen eigentlich als eine Praxis, die dieser Beschreibung zum Teil überhaupt nicht entspricht. Und worauf ich hinaus will, ist, gelingt es eigentlich, Erzählbarkeiten der Gesellschaft politisch herzustellen, die aus diesen Humankategorien rausgeht und zum Beispiel intelligente Geschichten über die Schwierigkeit der Steuerbarkeit eines Weltwirtschaftssystems beschreibt, ohne daraus gleich eine billige Kapitalismuskritik zu machen. In Parenthese gesagt, Kapitalismuskritik setzt Kapitalismus voraus. Haben wir gar nicht. Ja, Kapitalismus hieß mal, dass es Leute gibt, die auf eigenes Risiko Azar-Strategien, die sich andere, die nicht so besitzend sind, nicht leisten können. Heute werden die Leute, die für große Investitionen scheitern, besonders gut abgefunden dafür. Das hat also mit Kapitalismus im klassischen Sinne gar nichts zu tun. Aber Parenthese wieder geschlossen, darüber könnte man viel reden. Ich habe mal einen bösen Text geschrieben, ich glaube in der Frankfurter Allgemeinen, der heißt Mehr Kapitalismus wagen. Habe ich ordentlich einen auf den Deckel bekommen. Ich meinte dieses Beispiel damit. So, zurück zur Sache selber. Kann man intelligente Geschichten erzählen darüber, dass man womöglich einen Punkt macht aus einer Komplexitätstheorie, die uns vor Illusionen, wie soll man sagen, schützt, die Gesellschaft für eine Humankategorie oder für einen humankategorial geordneten Raum zu halten? Wenn Sie ein Beispiel haben wollen, Bayern regiert von der CSU seit Menschengedenken. Macht, das muss man wirklich zugeben, hervorragende Flüchtlingspolitik. Ich meine nicht die Flüchtlingspolitik, wer rein darf und wer raus muss, da machen sie ziemliche Sauereien im Moment. Aber was Integrationspolitik genannt wird, das kann man kaum besser machen. Wissen Sie, was noch spannender ist? Die reden da nicht drüber. Die versuchen, das unsichtbar zu machen, wo es nur geht. Ich habe mich sehr engagiert in den letzten 2 Jahren für diese Flüchtlingsfragen. Ich bin viel auf dem platten Land gewesen, plattes Land gibt es in Bayern nicht, also auf dem Land gewesen in Bayern und habe mir das sozusagen auch angeguckt. Interessanterweise, je konservativer die Sozialstruktur, umso besser zum Teil die Ergebnisse von Integrationspolitik mit zum Teil auch sehr schwierigen Flüchtlingssituationen, Flüchtlingsfamilien. Zum Teil einfach, weil die Bezugsprobleme den Leuten völlig fern akademischer Reflexionen sehr, sehr deutlich geworden sind, weil die auch ihre Kinder über den nächsten Tag bringen müssen, krank werden und weiß der Henker was, eine Wohnung brauchen. Das kennen die Leute, damit sind die den ganzen Tag beschäftigt, nicht wie Großstädter, die nur darüber reden. Und spannenderweise eine Politik gemacht wird, die auch die Landräte, die auch alle von der CSU sind, dazu anhält, wirklich gute Politik zu machen. Aber die Regel heißt, redet nicht darüber. Also ich habe mit einigen auch CSU-Politikern darüber gesprochen und das ist wirklich Programm bei denen. Und das ist doch spannend zu sehen. Kann man eigentlich erzählen, dass man komplexe Probleme mit zum Teil gar nicht so schwierigen Mitteln lösen kann? Und warum ist es riskant, das einer eigenen Wählerklientel zu erzählen? Also die CSU ist eine Besonderheit, weil sie ja Volkspartei in dem Sinne ist, dass sie eigentlich die einzige Volkspartei ist. In Bayern, das wird es ja auch immer bleiben. Wahnsinnige breite Sozialstruktur, ist ganz interessant. Und die unterschätzen sogar ihre eigene Wählerklientel. Und das finde ich eigentlich das Verrückte daran. Also für mich war das immer so eine empirische, das ist nur ein Beispiel, ja, eine empirische Frage dafür, was ist eigentlich zumutbar? Auch das haben Sie vorhin in der Einleitung ganz wunderbar gesagt, man kann den Leuten Komplexität zumuten. Man muss nur eine Form dafür finden. Und damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Welche Formen kann man eigentlich dafür finden? Ich rede jetzt über den deutschen Fall, weil das ist der, den ich kenne, aber der wird Ihnen sehr vertraut vorkommen. Ich gucke mir jetzt mal an, die beiden großen politischen Kräfte in der Bundesrepublik, die also als Parteinamen Union und Sozialdemokratie heißen, die beide für das Land nach dem Zweiten Weltkrieg großartige Leistungen vollbracht haben. Die Union hat ein Bürgertum, das vor kurzem noch alles Westliche für verdächtig gehalten hat, mit westlicher Demokratisierung versöhnt, gegen eine Klientel, für die die Ostpolitik in einem klassischen alten Sinne viel wichtiger gewesen wäre.
Das ist eine riesengroße Leistung, einen Konservatismus, sagen wir mal, von den klassischen deutschen konservativ-bürgerlichen Formen zu befreien und trotzdem kulturell konservativ geblieben zu sein. Und die große Leistung der Sozialdemokraten, der Nach-Godesberger Sozialdemokraten, bestand darin, ein Proletariat, das dann keins mehr war, mit dem bürgerlichen Staat zu versorgen, mit dem zu versöhnen und mit Bildungsmöglichkeiten zu versehen, altes klassisches Thema der Arbeiterbewegung immer gewesen, und sozialen Aufstieg nicht nur zu versprechen, sondern gegen größte Widerstände auch zu ermöglichen. Das sind die beiden großen Leistungen, sehr vereinfacht formuliert. Aus denen haben beide große Geschichten gemacht, wirklich große Geschichten. Die schwierigste war vielleicht die zweite, den sozialen Aufstieg zu organisieren. In einem Land, das so etwas wie soziale Mobilität viel weniger kannte als viele andere Länder in Europa. Und auch weil die Schichtung viel uneindeutiger war als das etwa in, Sie kennen das. Aber interessant ist sozusagen, dass es gelungen ist. Und es ist dadurch gelungen, dass man den Leuten einfache Sätze erzählt, wie zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn du dich bemühst, dann wird es gehen. Das hört sich, heute würde man das neoliberal und böse nennen, weil man auf Leistung setzt. Ich wundere mich sowieso, dass viele sozusagen diese Form der Selbstoptimierung gleich was für was Falsches halten, weil es doch eigentlich die Verheißungen der klassischen Aufklärung immer gewesen sind, dass man sich seines eigenen Verstandes und der eigenen Leistung bedienen soll, um was aus sich zu machen. Das heißt nicht, dass man die Leute auspressen muss, aber das heißt schon eine starke Selbstorientierung. Mit der paradoxen Form für die Sozialdemokratie, dass man damit eine Trägergruppe produziert hat, die für sie dann politisch nicht mehr interessant war. Aber das ist doch eine riesige Leistung gewesen. Und ich will gar nicht diese Leistung jetzt diskutieren. Man könnte das mit Zahlen belegen. Man könnte sagen, warum die Akademisierungsquote gestiegen ist. Man könnte sagen, dass sich das volkswirtschaftlich auf die Bundesrepublik geradezu genial ausgewirkt hat. Aber noch interessanter ist, dass man das politisch in ein Kleid bringen konnte, das alles andere als eine einfache Lösung war, aber Leuten gewissermaßen so etwas wie eine Art von Identitätsangebot gemacht hat. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für den klassischen Konservatismus, der eigentlich in Deutschland nur gerettet wurde, weil Helmut Kohl eigentlich weiter regieren konnte, weil es die deutsche Einheit gegeben hätte. Sonst hätte er schon Ende der 80er Jahre, wäre er schon nicht mehr im Amt gewesen. Ne? Also von außen wirkt es so, als sei das irgendwie eine gemeinsame Strategie zwischen SED und CDU gewesen, um Helmut Kohl zu retten. War es aber nicht, wie die Historiker uns heute sagen. Aber es ist sozusagen schon sozusagen eine historisch einmalige Situation gewesen. Als Bezugsproblem des Konservativen hat das dann nicht mehr funktioniert. So, wenn das stimmt, was ich jetzt als Geschichte erzähle, ich gehe mal kontrafaktisch davon aus, dann müssten wir doch eigentlich heute die Frage stellen, was können diese großen politischen Kräfte heute eigentlich für Geschichten erzählen, die an dem klassischen Bezugsproblem ansetzen? Es gibt ein klassisches konservatives Bezugsproblem. Das ist, einer bestimmten Trägergruppe der Gesellschaft so etwas wie übersichtliche Lebensverhältnisse anzubieten. Dieses konservative Problem haben übrigens auch sozialdemokratische Wähler und Wählerinnen. Es geht um das Bezugsproblem, es geht jetzt gar nicht um Parteipolitik. Was kann man da anbieten in einer volatilen Welt, die inzwischen auch medial so volatil geworden ist, dass man auch medial nicht mehr simulieren kann, dass alles seine Ordnung hatte, wie man das in den 60er und 70er Jahren wenigstens noch einigermaßen tun konnte. Wie macht man das? Auch da will ich jetzt nicht, dass Sie denken, dass ich es mit der CSU habe. Also es gibt nichts, was mir entfernt sein könnte. Aber man muss zumindest anerkennen, dass da eine junge Generation ist, die diese Geschichte versucht zu erzählen. Markus Blume zum Beispiel, ein kluger Typ, also haben sie so ein Programm gemacht. Ich würde fast keinen Satz davon inhaltlich anerkennen. Aber ich erkenne an, dass da jemand versucht, ein konservatives Bezugsproblem in diese Zeit zu übertragen. Und müsste nicht eine Sozialdemokratie heute in der Lage sein, so eine Aufstiegsmöglichkeit, die vielleicht nicht mehr nur eine Aufstiegsmöglichkeit im Sinne von in Facharbeiterberufe oder kleine akademische Berufe reinzukommen bedeutet, sondern vielleicht etwas anderes, eine kulturelle Aufstiegsmöglichkeit oder so etwas, müsste das nicht eigentlich das Thema sein? Statt wie in einer Folklore, wie das die SPD zurzeit macht, ich rede von Deutschland, ich
kann über die SPÖ nichts sagen, weil ich davon nichts verstehe, zurzeit macht, gewissermaßen zu stark an der Folklore ansetzt und Begriffe deshalb so unscharf lassen muss, dass den Leuten deutlich geworden ist, dass fast nur ein ästhetisches Problem gelöst werden soll. Und ich habe Ihnen schon angekündigt, ich kann Ihnen keine Lösung produzieren, aber ich glaube, dass wir über diese Bezugsprobleme, ich bin ein funktionalistischer Soziologe, das heißt, ich gucke mir an, für welches Problem eigentlich eine Lösung ist. Und das heißt, wenn man das umkehrt, müsste man sagen, was sind die Bezugsprobleme, dass die Dinge wählbar werden. Das ist eines der Bezugsprobleme. Ein anderes ist das, Alternativen anzubieten, legitime Alternativen. Es war in Deutschland hochgradig spannend, dass nachdem Martin Schulz inauguriert wurde, es zeitweise einen Höhenflug der SPD in den Umfragen gegeben hat und die AfD geradezu abgestürzt ist. Unter, sagen wir mal, charismapolitischen Gesichtspunkten war das nicht besonders klug, weil man das Pulver schon schnell verschossen hat. Aber man kann daraus zumindest lernen, dass die Leute, wenn sie wählen, selbst wenn sie wählen, was sie immer gewählt haben, das Gefühl haben müssen, eine Wahl gehabt zu haben. Was Sie doch jetzt bei der Präsidentenwahl beobachten konnten, was man in Frankreich auch bei der Präsidentenwahl beobachten konnte, was in Holland auch zum Teil stattgefunden hat, was in Deutschland, weil die AfD Gott sei Dank zu schwach ist, wahrscheinlich nicht stattfinden wird, das ist, dass man sozusagen die Alternativen noch dadurch einschränken muss, dass diejenigen, die wenigstens einigermaßen bei Trost sind, sich zusammentun müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Das ist Ihnen in Österreich vor kurzem bei der Präsidentenwahl gelungen. Das heißt nicht, dass das so weitergeht, aber es ist ein Hinweis darauf, dass man funktionalistisch gesehen tatsächlich beobachten kann, dass ein politisches System davon abhängt, selbst wenn man keine wirklichen Alternativen hat, Alternativen kommunikativ anbieten zu müssen. Und diese beiden Dinge, Narrative zu erzeugen, die an den Bezugsproblemen der Leute ansetzen, also in Deutschland ist es ganz spannend, ich denke, dass es hier nicht ähnlich, hier ähnlich sein wird, dass sich die beiden großen Parteien natürlich in dieser Mediendemokratie viel sympathischer darstellen wollen, als sie eigentlich sind. Und zwar, indem sie sich an den eher weiblichen, eher akademischen, eher großstädtischen Trägergruppen andocken. Das ist ja viel sympathischer. Das ist sozusagen eine Form, die an Lebensformen ansetzt, die auch dem Milieu entspricht, in dem die meisten politischen Akteure sich aufhalten. Dabei fällt tatsächlich bisweilen runter, gerade bei den Konservativen, in der Union ist das ganz stark, die klassische Klientel, deren Bezugsproblem vor allem darin besteht, möglichst in Ruhe gelassen werden zu können. Nicht traktiert zu werden mit irgendwas Neuem. Dafür muss man eine ganze Menge tun, damit das wenigstens kulturell funktioniert. Das Aufstiegsmotiv ist für die Gruppen, von denen ich gerade gesprochen habe, nicht so wichtig. Aber für diejenigen, mit denen eine SPD Wahlen gewinnen kann, und nur mit denen kann sie die Wahlen gewinnen, geradezu überlebenswichtig. Also muss man sozusagen an diesem Punkt ansetzen, also Alternativen zu produzieren, legitime Alternativen, damit es keine Opposition von außen gibt. Und auf der anderen Seite Narrative, in denen man den Leuten die zweite Funktion des Politischen, nämlich Kollektivitäten zu erzeugen, tatsächlich glaubhaft vermitteln kann. Vielen Dank.